Herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal Studio Selbsthilfe. Heute haben wir das Vergnügen, mit Nico Kappel ein Interview zu führen und vielleicht noch ein oder anderen sportliche Herausforderungen zusammen zu meistern. Erstmal für dich, Nico, super nett, dass du dir Zeit genommen hast. Und du hast ja heute schon trainiert, obwohl es 36 Grad hat. Also in der Halle habe ich trainiert. Okay, dann hoffen wir doch, dass die Belüftung gut ist. Ja, geht. Also, wie geht's dir? Was machst du? Was hast du heute alles schon geleistet? Ja, also mir geht's gut, Gott sei Dank. Ja. Als Leistungssportler oder als Spitzensportler hat man ja immer wieder Wehwehchen. Gerade Gott sei Dank habe ich die nicht. Oder nur minimal. Also so Grundrauschen haben wir ja immer im Spitzensport. Aber da bin ich sehr zufrieden. Von daher fühle ich mich echt sehr gut. Und auch sonst privat und so läuft's, bin ich echt happy. Und ja, bei dem Wetter sollte man am besten gar nichts leisten und an den See gehen oder ins Freibad. Aber ist ja gerade alles gar nicht so einfach. Viele Seen sind ja schon wieder gesperrt. Aber ja, in der Halle habe ich heute eine recht ruhige Einheit oder eine recht kurze Einheit mit zweieinhalb Stunden, ganz grob. Und ja, viele Sprünge heute gemacht, also viel reaktive Sachen, viele schnelle Sachen. Ja, Dienstag ist immer so, würde ich sagen, ist fast mein Lieblingstag in der Woche. Okay, Montage nicht? Nee, Montage sind hart. Montage und Freitage sind sehr hart. Ich habe mal irgendwo gelesen, Amateure mögen Montage nicht, Profis finden die ganze Woche schlecht. Ja, das gut. Man sagt ja dann, man pickt sich dann den Tag raus, der am wenigsten übel ist. Okay. Von wegen trainieren, du müsstest ja eigentlich, also ich meine, Corona hat ja Olympia mal locker um ein Jahr verschoben. Ja. Wie hart war das? Ich meine, du warst wahrscheinlich, wie weit in der Vorbereitung warst du, als dann klar war, es findet nicht statt? Und ja, also sag ich mal, die Hälfte der Vorbereitung war sozusagen abgeschlossen, so ein bisschen. Also das ist ja immer so ein bisschen saisonweise, beziehungsweise eigentlich ja fast in vier Jahreszyklen, wo man so ein bisschen auch denkt und rechnet. Aber trainingsmäßig ist das immer so, ja, immer so von Höhepunkt zu Höhepunkt. Ja, wir hatten im November die Weltmeisterschaften, da musste man schon gucken, ne, weil November sehr spät ist, für das, dass dann im nächsten Jahr schon im August die Paralympics stattfinden. Das heißt, man hat dann ziemlich schnell direkt nach der WM gleich weiter trainiert, ohne große Pause. Da war natürlich im Vorfeld dann schon wichtig, dass man verletzungsfrei ist, dass man da ein bisschen vorsichtig ist, dass man dann halt nicht erstmal eine Pause braucht und irgendwelche Verletzungen auskurieren muss, weil die Zeit fehlt einem dann tatsächlich hinten raus. Und deswegen haben wir eigentlich schon 2019 das so ein bisschen vorbereitet in die Saison 2020 rein. Und dann ja, waren wir noch im Trainingslager in der Türkei im März, wo ja schon Corona schon Thema war, in Europa noch nicht so ganz, aber in Asien vor allem. Und dann eben quasi mit unserem Rückflug wurden dann auch die Flughäfen gesperrt, die Flüge sind annulliert worden. Also wir sind zurückgeflogen und als wir dann zurück waren, wurde dann schon bekannt, dass ab sofort keine Flüge mehr in die Türkei gehen und zurück von beiden Seiten, also innerhalb von 24 Stunden. Und dann merkt man schon irgendwie, sonst ist das ja so, vor allem im Trainingslager, ne, das ist ja alles ganz weit weg, weil man ja nur trainiert und man ist ja so in seinem Hotel und auf den Trainingsanlagen. Und auf einmal kommt man dann nach Deutschland und landet da am Flughafen und dann schon einige mit Maske und irgendwie alles schon so ein bisschen komisch von der Struktur her. Und auf einmal merkt man, ja hoppla, okay, und liest dann oder guckt dann auch wieder mehr Nachrichten und so und merkt dann, ja, also im Moment haben wir auf der Welt ein anderes Problem als mein Sport, ja, den ich gerade treibe. Und das wird einem dann schon irgendwie auch ziemlich schnell bewusst, dass ich vielleicht da noch ganz schön was tut. Ja. Dann sind ja auch die Stützpunkte und so geschlossen worden. Und da war ja auch schon klar, dass es schwierig wird in vielen Ländern. Und auch zu dem Zeitpunkt war ja dann auch klar, dass dann sozusagen Europa das eine und dann geht es aber weiter. Oder was ist, wenn es so wie Länder in Südamerika, Brasilien und so, ne, wenn man da die Zahlen liest, da wird es dann ja echt schwummrig. Und dann hat man auch ziemlich schnell begreift man dann als Sportler, dass man sagt, okay, dieses Jahr Paralympics und Olympische Spiele, Tokio, never. Also das wär ein falsches Signal. Ne? Vor allem für den olympischen und paralympischen Gedanken, wo es herkommt, die Historie da dahinter. Deswegen habe ich auch dann echt auch gefordert, dass man die verschiebt, weil also nee, es hat dann nichts mit dem zu tun, was wir sein wollen. Ja, also ich meine, das ist ja im Prinzip ist es ja das ist ja der Unterschied, sage ich mal. Olympische Spiele sind ja keine Profi-Wettkämpfe in dem Fall. Also klar sind das alles Profis, ja. Und es erfordert genauso viel Blut und Schweiß, aber es zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass es eben keine Profis im Sinne von 100% bezahlter Spitzensport, ja, irgendwie, ja, wie man es ja kennt beim Boxen oder sowas. Genau, ja.
Und dann wäre es halt natürlich, glaube ich, echt ein falsches Signal gewesen, wenn man dann gesagt hätte, okay, das muss jetzt... Das muss durchgepeitscht so, werden oder wie auch immer. Ja, der Merch muss laufen. Ja. So, das ist, tatsächlich ist das Schöne ist ja auch, dass immer der Sport eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Ja, das sollte er, ja, deshalb machen wir ihn. Ja, und das soll ja dann auch irgendwie, also das soll ja was zurückgeben. Ja. Früher hat man gesagt Brot und Spiele. Ja, ja, also es ist ja... Es ist die Historie dahinter, ja, und es soll da sein, um Leute zu unterhalten, um sich zu messen, um für die Länder, ja, es ist ja immer ein Wettbewerb auch zwischen den Ländern und so weiter, und das ist das, was es so reizt, und das Schönste ist, wenn dann die Leute zugucken können im Stadion oder von zu Hause und dann eben ihre Mannschaft, ihre Favoriten mit anfeuern können und da dabei sind. Und also, ja, oder wenn man da dann schon gesehen hat in der Anfangszeit, da war irgendwie fackelig entzündet worden in Japan und während Corona, und dann waren irgendwie 50.000 Leute da und die wurden schon gar nicht mehr Herr der Sache, und das wird ja dann auch den Japanern nicht gerecht, ja. Also die werden großartige Spiele machen, und ich hoffe wirklich, dass die nächstes Jahr stattfinden können, dass die Medizin weltweit so weit ist, dass man das genau abschätzen kann und dadurch kein zusätzliches Risiko entsteht und man sich dann auf die Spiele auch wirklich freuen kann. Ob mit vollem Stadion, was natürlich am liebsten wäre, oder eben mit nur wenig Zuschauern oder wie auch immer. Aber Hauptsache, dass die Leute das dann gern machen und keiner irgendwie ein ungutes Gefühl haben muss, wenn er da hingeht. Ja. Aber jetzt so langsam geht es ja wieder los unter den ganzen Hygienevorschriften, die man beachten muss. Genau. Und so ein paar kleine Wettkämpfe finden wieder statt. Und du hast ja auch dich nicht davon abhalten lassen, irgendwie einen Weltrekord zu werfen. neben natürlich der Tatsache, dass du noch deine Social-Media-Karriere vorantreibst und schwer auf TikTok unterwegs bist. Und tatsächlich, wie ich gesehen habe, auch eine Freundin hast, die da anscheinend auch kein Problem damit hat, jeden Spaß mitzumachen. Ja, wenn ich sie ein bisschen dazu dränge, drücke. Okay. So unter uns guckt ja keiner zu. Naja, also gut, wie gesagt, wie viel Zentimeter kannst du noch drauflegen, nur jetzt mal für die nächsten Olympischen Spiele, um das nochmal abzuschließen? Was werden wir von Ihnen erwarten können? Ja, schwierig. Schwierig natürlich, sowas immer vorab zu sagen. Also es gibt auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Wäre schlimm, wäre nett. Ja, sonst müsste ich ja aufhören, wenn ich jetzt der Meinung wäre, dass es nicht besser geht. Also besser geht immer, ja, grundsätzlich, glaube ich. Ja, da muss ich dran arbeiten. Klar, stärker, schneller kann man auch immer werden, theoretisch, wenn man verletzungsfrei bleibt. Toi, toi, toi. Und da bleibe ich dran. Also ich bin jetzt schon mit der Saison bin ich echt happy. Wir haben auch gesagt, auch in dem Moment, wo dann klar wurde, dass Tokio nicht stattfindet, wir gehen da durch. Ja, wir machen die Saison. Wir gehen davon aus, dass wir im Juni, Juli, August Wettkämpfe haben werden. Zwar ohne Zuschauer, zwar unter strengen Auflagen, aber ich gehe davon aus, dass es die Möglichkeit gibt. Und dann haben wir auch so trainiert, auch so ein bisschen, um ein Feedback zu bekommen, weil ich eben gerade von der Saison 2018, 2019 hatte ich so ein bisschen mit Verletzung zu kämpfen, musste dann ein bisschen zurücktreten, haben dann sehr viel alternativ gemacht. Und von 19 auf 20 war es eben wirklich so, dass ich auch fit war. Und das wollten wir einfach mitnehmen, wollten gucken, okay, wo stehen wir denn dann, zu welcher Zeit? Was natürlich auch für das Selbstvertrauen dann mega ist, vor allem wenn es dann so klappt, wie es jetzt geklappt hat. Und ja, ich denke, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen was drin. Ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen was bringen tatsächlich. Konkurrenz schläft auch nicht, die sind alle nicht weit weg. Und die haben ja dann auch jetzt ein Jahr mehr. Ja, ich versuche dieses Jahr mehr zu nutzen, um mich weiter zu steigern. Und dann, ja, wie sage ich immer so schön, am liebsten wäre es mir, Hauptsache ein Zentimeter weiter wie der zweite. Wenn man das ganz einfach ausdrücken will, aber das ist natürlich, aber. Nee, das ist gut, der Gaul springt nicht höher, als er muss. Ne? So. Das ist immer so leicht, ja.